begrüße Sie alle recht herzlich zur heutigen Sitzung in dieser Ringvorlesung zu Fragen der Forschungsqualität und zu Open Science und heute mit, wie das letzte Mal schon angekündigten, schönen Thema aus den Sozialwissenschaften, die bis jetzt noch nicht in diesem Maße zu Wort gekommen sind. Wir sind in der schönen Situation, dass wir heute Jörg Strübing begrüßen können, der ein, naja, ich würde sagen, maximal qualifizierter Experte für die Fragen der Forschungsqualität im Bereich der Sozialwissenschaften und insbesondere der Soziologie ist. Das ist er nicht nur deshalb, weil er eine Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt auf Methoden der qualitativen Sozialforschung an der Universität Tübingen innehat, sondern da, wo ich ihn auch in den letzten Jahren kennen und schätzen gelernt habe, ist in teilweise öffentlichen und teilweise nicht öffentlichen Diskussionen um Fragen der Qualität der Forschung in Fachgesellschaften, insbesondere in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Und das ist ja einer der Aspekte, den wir bis jetzt so in dieser Veranstaltung noch nicht wirklich zum Thema hatten, nämlich die Rolle auch von Fachgesellschaften und Fächern und nicht nur von Infrastrukturen und bestimmten Formen des Aktivismus, die gerade in der Biomedizin eine wichtige Rolle innehatten. Und deshalb wird das heute, glaube ich, eine nochmal anderes Schlaglicht auf die Themen, insbesondere auf die institutionellen Fragen rund darum, wie man die Qualität der Forschung sichern kann, werfen in diesem Vortrag. Unser Kommentator heute ist leider wie so viele, entweder Covid-bedingt oder eine der anderen wunderbaren Krankheiten, die post-Covid-mäßig hier rumgeistern, leider heute nicht verfügbar. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen von Studierenden, die wir im Nachgang zu der Präsentation und zum Vortrag diskutieren können. Und ich werde mein Bestes geben, um als Kommentator auch ein paar Dinge einzuwerfen. Und damit können wir, glaube ich, jetzt starten, wobei die automatische Folienweiterverschiebung sich nicht geändert hat. Wir haben noch die falsche Kamera, wenn ich das sehe. Nein, es ist im Moment die Kamera an. Man sieht es hier nicht. Das ist nur sagen, das Bild, was der Raum macht, aber nicht, was in Zoom ist. Also ich glaube, wir sind bildlich ganz gut beieinander. Wir haben eine Präsentation. Irgendwie werden wir uns durch Technische durchmogeln. Herzlichen Dank, Jörg Strübing, fürs Kommen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Ja, herzlichen Dank. Das kann ich auch gleich zurückgeben, wenn ich hier mit meinem Gerät zurechtkomme. Also überall gibt es Geräte. Die Zeit ist vorbei, wo man das einfach so mit Papier macht. Ja. So, jetzt kann es, glaube ich, losgehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, hier im Saal, die wenigen und da draußen an den Bildschirmen, all die anderen. Ich darf mich also zunächst mal für die freundliche Einladung bedanken. Eine Einladung, die mich an einen Ort führt, der historisch und symbolisch für ein Bildungsideal steht, das die deutsche Universitätslandschaft nachhaltig geprägt hat. Das Humboldtsche eben, seiner vor über 200 Jahren entwickelten Verbindung von universitärer Lehre und Forschung so ungemein wirksam war. Es ging Humboldt, es ging Humboldt also schon damals auch um eine Verbesserung der Forschung hin zu guter Forschung, womit wir beim Thema dieser Vorlesungsreihe und bei meinem Vortrag sind. Zu Humboldts Zeiten gab es, einmal abgesehen von den Forschungsreisen, die sein Bruder Alexander auf andere Kontinente führte und von den statistischen Reisen des Georg Achenwall, der durch das Fürstentum seines braunschweigischen Landesherrn unternahm, in Deutschland noch kaum empirische Forschung und erst recht keine empirische Sozialforschung, wie wir sie heute verstehen. Die Frage, was gute Forschung ist, muss also immer neu und im Kontext der aktuellen Verfasstheit der Wissenschaften und der Gesellschaft gestellt werden. Wenn wir uns die Verhältnisse in der Forschung heute anschauen, dann sehen wir eine stark abgeschmolzene Grundfinanzierung der Universitäten, einen stark ausgeprägten Leistungsdruck, etwa bei der Drittmitteleinwerbung und bei Publikationen, ein hohes Maß an Beschäftigungs- und Karriereunsicherheit, eine starke Formalisierung aller Wissenschaftsbereiche, zum Beispiel im Forschungsdatenmanagement, wo ich das ein bisschen beobachtet habe. Wir erleben auch, was bei solchen Bedingungen fast erwartbar ist, Versuche, den Weg nach oben an die Sonne, an die Fleischtöpfe abzukürzen. Insbesondere
haben die Diskontinuierung der Forschungsförderung und die Verengung der Karriereoptionen in vielen Disziplinen Datenfälschungen oder Plagiate begünstigt, was wiederum die Wissenschaftsinstitutionen mit neuen formalisierten Wegen der Güteprüfung beantwortet haben. Man kann diesen Zusammenhang natürlich auch anders lesen und von einer stärkeren Professionalisierung der Wissenschaften und ihres insbesondere empirischen Forschungsbetriebs sprechen. Zwei Themen sind in diesem Zusammenhang zu neuer Aktualität gelangt. Einerseits die Frage von Gütekriterien, der ich mich heute hauptsächlich widmen werde, und zum Zweiten die Frage der Replikation. Nun werde ich mich eben vor allem auf die qualitative Forschung konzentrieren, qualitative Sozialforschung. Und ich weiß, dass nicht alle, die da draußen lauschen, aus diesem Feld stammen. Deswegen verzeihen Sie mir, dass ich vielleicht ein paar Insider benutze. Sie können gerne hinterher in der Diskussion nachfragen, wenn irgendwas unklar war. Und ich werde den Schwerpunkt meiner Darstellung eben auf die Gütekriterien legen und hoffe, dass wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben, auch über Replikation kurz zu sprechen. So, ja, die Ausgangslage. Die Debatte über Gütekriterien für qualitative Forschung dauert in der deutschsprachigen Fachöffentlichkeit der Soziologie schon wenigstens ein Vierteljahrhundert an. Häufig wurde dabei Bezug auf das vermeintliche Role Model der standardisierten Sozialforschung und der dort etablierten Gütekriterien genommen und nach einer angemessenen und angepassten Interpretation dieser Kriterien für qualitative Forschungsdesigns gefahndet. Gegen eine solche eher hegemoniale Strategie wurde schon früh argumentiert, dass die spezifische Vorgehensweise und Zwecksetzung qualitativer Ansätze mit diesen Kriterien nicht kompatibel sind. Dass man also unangemessene Maßstäbe an qualitative Studien anlegen würde, nähme man die messtheoretischen Definitionen von Objektivität, Validität, Relativität und Repräsentativität als Bezugspunkte. Entsprechend wurde im Verlauf der Diskussion, die natürlich auch international stattfand, eine Reihe von Kriterien speziell mit Blick auf die qualitative Forschung vorgeschlagen. Dabei zeigten sich jedoch zwei Probleme. Zum einen lieferten diese Vorschläge in aller Regel keine solide methodologische Begründung für eine Herleitung der einzelnen Kriterien. Damit gerieten sie schnell in den Verdacht der Beliebigkeit. Zum anderen aber, und das ist mindestens genauso prekär, problematisch, blieben die Vorschläge oft ansatzspezifisch, lieferten also nur Kriterien für ein bestimmtes Verfahren, sei es die dokumentarische Methode oder die Grounded Theory, um nur zwei Verfahren zu nennen. Unsere Motivation war daher, ansatzübergreifende Kriterien zu entwickeln. Unsere Überlegungen dazu und die Ergebnisse, zu denen wir gelangt sind, möchte ich im Folgenden darlegen und hoffentlich dann auch noch mit Ihnen diskutieren. Dass wir, aus dessen Position ich hier heute spreche, umfasst insgesamt 5 Kolleginnen und Kollegen mit ganz unterschiedlichen methodischen und sozialtheoretischen Schwerpunkten, die sich ab etwa Mitte der 2010er Jahre auf den Weg gemacht haben, solche Kriterien zu erarbeiten. Es sind dies neben mir Ruth Eyers, Stefan Hirschauer, Thomas Schäffer und Uwe Krenke. Alle miteinander über die Vorstandsarbeit in der Sektion für qualitative Sozialforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie miteinander verbunden. Es kamen damit Grounded Theory, ethnomethodologische Konversationsanalyse, Ethnographie, Praxeologie, objektive Hermeneutik, dokumentarische Methode zusammen, also schon eine große Breite sehr unterschiedlicher methodischer und methodologischer Standpunkte innerhalb der qualitativen Sozialforschung. So, jetzt kommt endlich diese Folie, die ganze Zeit schon kommen wollte. Zunächst also, wozu brauchen wir neue Gütekriterien für die qualitative Forschung und was sind überhaupt Gütekriterien? Wenn qualitativ Forschende zu rezipierenden, lesenden, Gutachtenden werden, dann scheinen sie zunächst auffälligerweise keine großen Probleme damit zu haben, zu intersubjektiv gleichlautenden Einschätzungen über die Qualität des Rezipierten zu gelangen. Zumindest ist Streit unter Gutachtenden eher die Ausnahme und erstaunlich oft stimmen bei Abschlussarbeiten auch die Notenvorschläge überein. Die Frage aber ist, ob es sich dabei
um mehr als ein Gut-Feeling oder gar um konfliktvermeidende soziale Vorahnung handelt. Also ob auch explizierbar ist, dass wir, wie wir praktisch in der qualitativen Forschung zu Güteurteilen kommen. Diese Urteile mithin auch methodologisch begründbar, vermittelbar und verallgemeinerbar sind. Als Menschen, die empirische Sozialforschung erlernen oder betreiben, kennen sie natürlich Gütekriterien. Wie selbstverständlich werden meist eben Repräsentativität, Reliabilität, Validität und Objektivität genannt. Man könnte da ja geneigt sein, sich zu fragen, wozu neue und andere Gütekriterien? Dazu müssen wir uns allerdings vergegenwärtigen, dass diese Kriterien ihren Ursprung im messtheoretischen Paradigma einer standardisierten und meist quantifizierenden Forschung haben und auf diese Art der Sozialforschung auch ausgerichtet sind und dort natürlich auch weitgehend gute Dienste leisten. Doch das Messparadigma standardisierter Forschung ist interpretativer, rekonstruktiver, qualitativer Forschung wesensfremd. Auf ihm beruhende Gütekriterien können daher gar nicht zu adäquaten Gütebeurteilungen qualitativ-interpretativer Forschung führen. Um zu angemessenen Kriterien für die Beurteilung der Qualität qualitativer Forschung zu kommen, müssen wir daher an den beanspruchten Leistungsmerkmalen dieses Methodenspektrums ansetzen und damit auch die Eigenart und die spezifische Funktionsweise qualitativer, interpretativer und rekonstruktiver Ansätze zum Ausgangspunkt unserer Qualitätsbestimmung machen. Worum es dabei ausdrücklich nicht gehen soll, ist eine Zusammenstellung der Gelingensbedingungen jeweils einzelner Ansätze. Es geht im Unterschied dazu um nicht weniger als einen Vorschlag für allgemeine Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung. Dabei gilt es zuvor jedoch ein paar begriffliche Unterscheidungen zu treffen. Ich möchte Gütekriterien zum einen unterscheiden von den übergreifenden gemeinsamen Leistungsmerkmalen qualitativer Forschung. Solche allgemeinen Leistungsmerkmale wie Offenheit, Reflexivität oder Kommunikation markieren das Anspruchsprofil und die Zielperspektiven qualitativ-empirischer Forschung. Zum anderen sollen Gütekriterien von praktischen Maßnahmen zur Herstellung und Sicherung dieser Güte unterschieden werden. Solche qualitätssichernden Maßnahmen stellen auf der Ebene verfahrensspezifischer Praktiken sicher, dass diese Zielperspektiven auch erreicht werden. Sie bieten die Gewähr dafür, dass das Datenkorpus in angemessenem Bezug zur Fragestellung steht, wie etwa mit dem Verfahren des theoretischen Samplings, dass Materialanalysen dicht genug für die angestrebten theoretischen Aussagen sind, etwa die Sequenzanalyse der objektiven Hermeneutik, dass Vereinfachungen und Abkürzungen vermieden werden, zum Beispiel mit dem Order-at-all-points-Prinzip der Konversationsanalyse und so weiter. Sie unterstützen damit die Herstellung dessen, was eine Scientific Community als Güte anzuerkennen bereit ist. Gütekriterien dagegen setzen an den in den Leistungsmerkmalen enthaltenen Versprechen und Zielen an. Sie benennen in allgemeiner Form diejenigen Eigenschaften und Verfahren und Ergebnissen, an denen sich erkennen lässt, inwieweit dies einer Studie auch gelungen ist. Praktiken des Prüfens und Bewertens unter Bezug auf Gütekriterien begegnen uns in zwei Modi, nämlich als externe und als interne. In institutionalisierten Prozessen wie dem Peer Review von Zeitschriften, der Begutachtung von Forschungsanträgen oder der Bewertung von Dissertationen sind Produkte eines Forschungsprozesses Gegenstand externer Evaluationspraktiken. Während dieser Prozess selbst im Sinne einer, also der Prozess der Forschung, im Sinne einer Blackbox unverfügbar bleibt. Interne Selbstevaluationen der Forschenden hingegen referieren in Kenntnis dieser Herstellungsprozesse fortwährend auf Zwischenprodukte und sind auf Selbststeuerung ausgerichtet. Sie treten sowohl als inkorporierte Forschungshaltungen als auch als kommunikative Praktiken auf und sind als solche integrale Bestandteile jener iterativen Zyklik, deren praktische Realisierung bereits für sich genommen als Qualitätsmerkmal qualitativer Forschungsprozesse gelten muss. Denn jeder Versuch,
die Linearität standardisierter Prozessmodelle in einer qualitativ-interpretativen Forschungspraxis zu realisieren, wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Empirizität, die Methodizität und die Theoretizität qualitativer Forschung können sich nur in Prozessen wechselseitiger Durchdringung entfalten. Mithin muss sich die Qualität qualitativer Studien daran messen lassen, wie es den Forschenden gelingt, diese drei Dimensionen der Forschung reflexiv aufeinander zu beziehen und in dieser Relationierung Erkenntnisse über das Untersuchungsfeld systematisch voranzutreiben. Ich möchte Ihnen im Folgenden thesenförmig fünf Kriterien insgesamt vorstellen und beleuchten, von denen wir behaupten, dass sie über die verschiedenen Verfahren hinweg relevant sind und in ihrer Gesamtheit verlässliche Aussagen über die Qualität einer Studie erlauben. Dabei vertreten wir die These, dass Gütekriterien in diesem Sinne konsequent aus den spezifischen Leistungsmerkmalen qualitativer, interpretativer und rekonstruktiver Forschung entwickelt werden müssen. Als These möchte ich auch postulieren, dass so verstandene und praktisch angewandte Gütekriterien einen relevanten Beitrag zur fortschreitenden Professionalisierung der qualitativen Forschung leisten können. Wenn Interpretation und Rekonstruktion keine Nischenkunst sein soll, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Hier zunächst die fünf Kriterien im Überblick. Das Kriterium der Gegenstandsangemessenheit bezeichnet eine Weise der Herstellung unseres Gegenstandes, die das empirische Feld ernst nimmt, sich aber zugleich ihm gegenüber emanzipiert und es durch theoretisches Denken unter Spannung setzt. Als empirische Sättigung soll jene Güte von Forschung bezeichnet werden, die sich aus ihrem empirischen Bezug gewinnen lässt. Dagegen markiert das Kriterium der theoretischen Durchdringung die Qualität der Theoriebezüge, in die das Forschen eingespannt ist. In die Herstellung von Qualität sind die Forschenden aber auch als Autorinnen eingebunden, indem sie textuelle Performance erzeugen, also jene Qualität von Texten, die die Güte der Forschenden entsprechenden Publika gegenüber erst wirklich herstellen. Und schließlich ist dem Kriterium der Originalität die Einlösung des Anspruchs von Wissenschaft zu prüfen, überhaupt neues Wissen hervorzubringen. Im weiteren Gang meines Vortrags will ich diese fünf Kriterien näher erläutern, bevor ich im Schlussteil kurz auf deren Binnenverhältnis und Zusammenwirken eingehe. Angemessenheit ist ein bis zur Selbstverständlichkeit geläufiger Qualitätsanspruch, der weit über die Wissenschaft hinausreicht. Diplomatische Reaktionen auf einen politischen Affront sollen angemessen sein, ebenso wie die Art, mit der Menschen in Organisationen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen miteinander interagieren oder eben die Essensportionen in der Mensa. Was also ist speziell gemeint, wenn hier von Gegenstandsangemessenheit der empirischen Forschung die Rede ist? In Methodenfragen kennen wir Angemessenheit als die Aufforderung, aus einem gegebenen Arsenal von Methoden diejenigen auszuwählen, die der jeweiligen Fragestellung angemessen sind. In unserem Verständnis aber greift der Begriff der Gegenstandsangemessenheit weiter aus, zielt auf vielfältige Passungsverhältnisse, die in der Forschung aktiv herzustellen sind. Im Kern geht es dabei um die operative Konsequenz aus dem für die qualitative Forschung grundlegenden Prinzip der Offenheit. Das Prinzip der Offenheit macht es erforderlich, nicht nur Methode und Fragestellung aufeinander abzustimmen, sondern umfassender Passungen zu suchen zwischen Theorie, Fragestellung, empirischem Fall, Methoden und Datentypen. Studien haben ihren Gegenstand nur vermittelt durch eine theoretische Optik, in der er eingangs entworfen wurde, durch eine Reihe von Fragestellungen, mit denen er perspektiviert wird, durch eine oder mehrere Methoden, mit denen er erschlossen wird, durch Datentypen, in denen er aufscheinen soll und durch Wahrnehmungen und Verhaltensweisen, durch die Forschende mit ihm in Kontakt kommen. Dabei meint Gegenstandsangemessenheit mehr als eine einmalig vorab zu treffende Entscheidung. Es geht vielmehr
im Sinne einer iterativen Zyklik qualitativen Forschens um einen Prozess fortgesetzter Justierung. Also die wiederholte Reformulierung und Fokussierung der Fragestellungen. Wie kann man eine Frage so treffend formulieren, dass sie den Fall auch zu fassen bekommt? Was ist das theoretische Problem, für dessen Lösung der Fall günstig ist? Und wie verändern sich diese Verhältnisse im Fortgang des Projekts? Und auch Methoden bedürfen, um gegenstandsangemessen zu sein, fortgesetzter Überprüfung und Anpassung. Sodass sich Güte in der korrekten Anwendung kodifizierter Verfahren erschöpft, geht es methodische Zugänge flexibel an soziologische, erziehungswissenschaftliche, politikwissenschaftlich verstandene Gegenstände auszurichten. Das ist kein falscher Opportunismus gegenüber dem untersuchten Objektbereich, sondern die Konsequenz des Reflexivitätsgebots qualitativ-interpretativer Forschung. Methodische Biegsamkeit und die Bereitschaft zu beständiger rekursiver Selbstkorrektur ist erforderlich, weil theoretische Optik und methodisches Instrumentarium den Gegenstand beständig mitkonstituieren und ihm ihre Eigenschaften und Grenzen aufzwingen. Was der Gegenstand einer Forschung ist, stellt sich also erst in ihrem Verlauf her. Und was ihm angemessen ist, ist in diese Konstitutionsleistung notwendig verstrickt, bedarf fortlaufender Reflexion und lässt sich nur ex post zutreffend beurteilen. Damit einher geht ein erfahrungswissenschaftlich geöffneter und in einem gewissen Sinne abgerüsteter Methodenbegriff. Qualitatives Forschen operiert aus guten Gründen in hohem Maße mit Faustregeln, Klugheitslehren, strategischen Empfehlungen sowie Vorsichtsmaßnahmen gegen Kunstfehler. Wenn wir methodisch gut im Sinne von angemessen agieren, dann beherrschen wir diese, wie Howard Becker sie einmal genannt hat, Tricks of the Trade. Ein zweites Gütekriterium ist, was wir die empirische Sättigung einer Studie nennen wollen. Darunter soll der Grad der empirischen Durchdringung des Forschungsgegenstandes durch die Forschenden und die Verankerung ihrer Interpretation im Datenmaterial verstanden werden. Hergestellt wird empirische Sättigung auf drei Ebenen. Erstens durch die Erschließung des Feldes und den Rapport zum Feld. Zweitens aber auch durch die Intensität der Datengewinnung sowie die Breite und Vielfalt des empirischen Materials. Und drittens schließlich durch die Intensität und Systematik der Interpretation und Analyse des Materials. Empirische Sättigung ist also erstens keineswegs auf das Sammeln von Daten beschränkt. Vielmehr hängt ihr Gelingen von komplexen Interaktionen mit dem Feld ab und antwortet als Gütekriterium insofern auf das Prinzip der Kommunikation. Auch eines der Leistungsmerkmale qualitativer Forschung. Das bedeutet eben auch, sich nicht mit den üblicherweise gegenüber Fremden präsentierten Vorderbühnen des Feldes zufrieden zu geben, also dem, was Besuchern so erzählt wird, sondern auch über Widerstände hinaus die Grenzen des Feldes und des Falles auszuloten. Ganz interessant ist dazu ein älterer Aufsatz von jenem Harald Welzer, der gerade ja in den Medien ein bisschen angegangen wird, auch zu Recht angegangen wird. Aber damals hat er ganz solide Sozialforschung gemacht und hatte in einer Interviewstudie ein Zweitinterview mit einem Mann, einem Aussiedler aus der ehemaligen DDR, der im Westen lebte. Und alles schien ganz schön und toll zu sein. Und er berichtete wieder, wie toll es vorangegangen sei und so weiter und so fort, bis irgendwann seine Frau den Saal stürmte, also was war ein Interview im Wohnzimmer oder so, kam rein. Ja, ist das hier ein Film oder was? So, ich glaube, das ist auch der Titel dieses Textes. Und es kam raus, dass dieser Mann dem Interviewer die ganze Zeit irgendwas erzählt hat, eine in sich stimmige Geschichte von großem Erfolg. In Wirklichkeit war er ein bankrotter Spieler, der das gesamte Familieneinkommen durchgebracht hat, der keinen Job mehr hat und die Familie ins Chaos stürzt. Das war dem Interviewer bis zum Moment des Erscheinens der Frau aber nicht aufgefallen. So. Also das ist das, was wir eben auch meinen, wenn wir sagen, wir dürfen uns nicht auf diese Vorderbühnen reduzieren und uns einfach nur erzählen lassen und das dann als taken for granted nehmen. Ja?
Genau. Insofern ist eben auch die reflexive Orientierung im Verhältnis forschende Feld ein wesentlicher Aspekt empirischer Sättigung und die Beobachtung des eigenen Forschungshandelns und der eigenen Positionierung eine wichtige Ressource im Prozess empirischer Durchdringung. Daten sind zum Zweiten, das hat uns George Herbert Mead schon vor mehr als 80 Jahren verdeutlicht, eine sehr komplexe und abstraktionsreiche Herstellungsleistung. In Abwandlung eines Satzes von Ernst Bloch, der ja auch mal in Tübingen war, könnte man sagen, Daten sind nicht, darum werden sie erst. Sie werden nicht wirklich gesammelt, sondern im Prozess interaktiv erzeugt, sondern auch theoretische Perspektivierungen sowie die sich entwickelnden Fokussierungen der Fragestellung. Der Anteil der Forschenden als Träger dieser Prozesse variiert in den unterschiedlichen theoretischen und methodischen Ansätzen. Offensichtlich groß und umfassend ist er in der Ethnographie, begrenzter und weniger sichtbar etwa in der ethnomethodologischen Konversationsanalyse oder der objektiven Hermeneutik. Die Beschaffenheit des Datenkorpus spielt nicht so sehr mit Blick auf seine absolute Größe, wohl aber hinsichtlich seiner Systematik und Strukturiertheit eine zentrale Rolle für die empirische Sättigung. Daher gehören systematische, in Gegenstands- und Theoriebezug begründete Sampling-Strategien, wie etwa das Theoretical Sampling, zum bevorzugten Repertoire guter, auf empirische Sättigung zielender Forschung. Was zum Dritten die analytische Intensität betrifft, so ist zunächst festzuhalten, dass Interpretation und Analyse von Prozessen der Datengewinnung nicht gut zu trennen sind, weil interpretative Aktivitäten die Datengewinnung von Anfang an unvermeidlich, aber auch mit gutem Grund begleiten. Der Begriff der empirischen Sättigung mag manchen gerade in diesem Zusammenhang seltsam vertraut anmuten. Sättigung, war da nicht was? Richtig. Die Grounded Theory argumentiert mit dem Kriterium der allerdings theoretischen Sättigung, meint damit jedoch in der Tat so etwas wie empirische Sättigung des jeweiligen theoretischen Arguments bzw. Konzeptes und fungiert damit als Sampling-Kriterium. Gerade in dieser Heuristik der Entwicklung theoretischer Konzepte zeigt sich, wie für gute qualitative Forschung methodologisch unabweisbare Bedeutung solch iterativer Schleifen. Zur Steigerung der analytischen Intensität halten verschiedene Ansätze zudem weitere Heuristiken bereit, die die Forschenden vor einer nur kursorischen, allzu selbstverständlichen Kenntnisnahme des Materials bewahren sollen. Sie gehören also zu den eingangs erwähnten qualitätssichernden Maßnahmen. Die Line-by-Line-Analyse der Grounded Theory, die Transkription des Materials durch die Forschenden in der Konversationsanalyse, das Wechselspiel von formulierender und reflektierender Analyse in der dokumentarischen Methode etc. In dem Maße, in dem die Intensität der Analyse gesteigert und das verwendete Material plural und multiperspektivisch ist, können auch Studien zu einem einzelnen, hinreichend komplexen Fall zu paradigmatischen Einsichten führen. So etwa bei William F. Whites Untersuchung einer Jugendgang oder Goffmans Untersuchung einer psychiatrischen Anstalt oder eben Garfinkels Arbeiten zur sozialen Konstruiertheit von Geschlecht anhand eines einzelnen Falls seiner Informantin Agnes. Die in der Sozialforschung üblichen dichotomen Begriffspaare wie Theorie-Empirie, Theorie-Methoden etc. führen allzu schnell zu Vorstellungen von empiriefreier Theorie und theoriefreien Methoden und vortheoretischer Empirie. Solche Vorstellungen sind aber weder wissenschaftstheoretisch noch soziologisch haltbar. Nebenbei bemerkt, sie sind sozusagen Ausdruck dieser in der westlichen Wissenschaft so entsetzlich verbreiteten Dichotomisierung und des Lebens in Dualismen. Das ist genau das, was sich hier wieder ausdrückt. Sie verführen zu einem instrumentellen Methodengebrauch, mit der Folge einer Entkopplung der Methodendiskurse von ihren sozialtheoretischen Grundlegungen und einer eher technokratischen Anwendung empirischer Forschungsmethoden. Qualitative Sozialforschung heißt daher auch, diese unfruchtbaren Dichotomien
mit dann an, in jene Prozesse aufzulösen, die Theorie, Empirie und Methoden miteinander verbinden. Gute qualitative Sozialforschung ist immer, wie es Herbert Kalthoff mit einem Ausdruck von jenem Georg Simmel einmal formuliert hat, nämlich theoretische Empirie, jener Georg Simmel, der hier auf diesem Flur wohl mal gelehrt hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, nachdem in der Frühzeit der Renaissance qualitative Verfahren mitunter eine eher theorieskeptische Grundhaltung anzutreffen war und vertreten wurde, also dass die Daten für sich selbst sprechen sollten, denken wir an Barney Glaser, besteht inzwischen weitgehend Einigkeit darüber, dass theoretisches Vorwissen nicht nur unvermeidlich ist, sondern richtig dosiert auch einen entscheidenden Beitrag zur Qualität qualitativer Studien leistet. Wir schlagen daher vor, die theoretische Durchdringung des Gegenstandes einer Studie als ein drittes unverzichtbares Qualitätskriterium für gute qualitative Sozialforschung zu verstehen. Nun handelt es sich nicht hier unbedingt um ein einfaches Steigerungsverhältnis. Mehr Theorie führt nicht unbedingt zu mehr Qualität. Vielmehr geht es, und solche Beispiele kennen Sie sicherlich alle, um die Qualität der Theoriebezüge, die in eine empirische Studie eingespannt sind. Wie gekonnt also wird Theorie dazu genutzt, sich den Untersuchungsgegenstand forschend verfügbar zu machen und damit für das jeweilige Fach herzustellen, also besagte Gegenstandsangemessenheit zu erzeugen. Dabei lassen sich zwei kognitive Bewegungen unterscheiden, das Hineinfinden und das Hinausfinden aus einer Studie. Erst das begriffliche, theoriesensible Durchdenken erlaubt es, in die empirische Analyse hineinzufinden, das Feld und den Gegenstand aufzuschließen, die Materialwahl anzuleiten. Theorie ist auch unverzichtbar, wenn es darum geht, Aspekte sichtbar zu machen, die in der Alltagsperspektive der Teilnehmenden nicht zur Sprache kommen können und im Material nur bruchstückhaft aufscheinen, für die Konstitution des Gegenstandes nichtsdestotrotz fundamental sind. Denken Sie an die Verfahrensweisen der objektiven Hermeneutik oder der oder andere ähnlicher Verfahren. Denn aus der Forschung soll ein Erkenntnisgewinn resultieren und jede noch so gekonnte Paraphrasierung der Selbstbeschreibung des Feldes systematisch überschreiten. In umgekehrter Richtung gewinnt qualitative Forschung, wenn es durch theoretische Perspektivierung gelingt, die immer spezifischen und konkreten Fälle auf allgemeinere Begriffe zu bringen, Anschlussfähigkeit an bisheriges zu schaffen und für Nachfolgendes zu erhöhen. Statt ewig isolierter Neuanfänge bieten sie dann Aussichten auf Weiteres, nutzen Einsichten aus Vorgängigem. Der konsequente Bezug auf Theorie ist damit die Voraussetzung, um aus der empirischen Analyse wieder herauszufinden und sie in den jeweiligen Fachdiskurs einmünden zu lassen. Ein starker Empiriebegriff, wie er das Gros qualitativer Sozialforschung kennzeichnet, darf eben nicht als gegen die produktive Leistung der Theorie gerichtet verstanden werden, sondern als Korrektiv gegenüber zu stark formierenden Methodenverständnissen. Wenn methodische Maximen rigidisiert werden, verlieren sie ihren Gegenstand und werden selbstbezüglich. Im Verhältnis zu einem starken Theoriebegriff steht ein starker Empiriebegriff hingegen in einem reziproken Ergänzungsverhältnis. Theorie soll für das im Material aufzufindende sensibilisieren, so lernen wir es von Herbert Blumer. Sie soll aber auch, so hat es in jüngerer Zeit vor allem Gesa Lindemann zugespitzt, unser Gegenstandsverständnis produktiv irritieren. Das gilt auch umgekehrt. Die Sozialtheorien, die wir unserem Gegenstand konstitutiv zugrunde legen, dürfen gleichwohl nicht unhinterfragt bleiben und können gerade vor dem empirischen Irritationen gewinnen. Gute empirische Forschung zeichnet sich demnach dadurch aus, dass erstens selbst ihre basalen theoretischen Vorannahmen durch Daten herausgefordert und modifiziert werden können, aber auch zweitens taken for granted Verständnisse ihres empirischen Gegenstandes durch Theoriebezüge zu irritieren sind. Und drittens schließlich der Zugewinn einer solchen reziproken Irritation auch auf den Begriff gebracht wird.
Kommen wir nun zum vierten Gütekriterium der textuellen Performance. Im Geschäft der wissenschaftlichen Forschung reicht es nicht hin, dass eine Forscherin sich sicher ist, eine gute Studie durchgeführt zu haben. Zur Herstellung guter Qualität gehört die Kommunikation mit signifikanten Publika. Forschende sind auch Autoren. Damit ist impliziert, dass für die qualitative Forschung nicht nur die Logik der Forschung zählt, sondern auch die, wie es Joe Reichertz einmal formuliert hat, Logic of Generating Scientific Belief. Wobei man bedenken muss, dass das Wort Belief in diesem Zusammenhang als Gewissheit zu verstehen ist und nicht als Glaube. Als zentrales Medium dafür kennt die wissenschaftliche Öffentlichkeit den Text. Auch den Vortrag, ja. Aber den doch eher, Sie sehen es ja als Appetitanreger. Nicht die Textform der Ergebnispräsentation ist es, die einer Studie ihr Standing in der jeweiligen Scientific Community verschafft. Insofern muss der Text etwas leisten, performen, wie es in den Medien heute gerne heißt. Daher sprechen wir bei unserem vierten Gütekriterium von textueller Performance. Ein guter Text über eine empirische Studie ist nicht eine Standardform, in die die jeweiligen Inhalte nur noch eingefüllt werden müssen. Wir kennen solche Texte, glaube ich, zur Genüge. Ein guter Text ist eine rhetorische Aktivität, wie es Atkinson einmal formuliert hat. Er will ein bestimmtes Publikum für die Güte einer Studie gewinnen. Weil es sich um Wissenschaft handelt, will er weder überreden noch überwältigen, sondern überzeugen. Doch wie kann das unter den Bedingungen qualitativer Forschung gelingen? Wie also performt ein guter Text aus der qualitativen Sozialforschung? Dazu müssen wir uns noch einmal kurz vergegenwärtigen, dass der Text und seine Autorin das Scharnier zwischen dem forschenden Blick auf ein spezifisches Feld einerseits und den in je spezifischer Weise interessierten und vorbereiteten Publika andererseits darstellt. Wissenschaftliche Fachkollegen, Studierende, Kolleginnen anderer Fächer, die Öffentlichkeit und so weiter. Publika, die nicht wissen, was wir erfahren und verstanden zu haben glauben und denen sowohl die Logik der Praxis als auch unsere spezifische analytische Perspektive nahegebracht werden muss, wenn die Kommunikation gelingen soll. Es geht also um Übersetzungen, die nur die forschenden Autoren selbst erbringen können, weil nur sie den Zugang zu beiden Welten haben. Die Übersetzung fällt immanenter Sinnwelten beginnt mit der zunehmenden empirischen Sättigung und theoretischen Durchdringung der Studie. Je mehr die Forschende aus der Datengewinnung sich zurückzieht, umso stärker kommt es darauf an, das Material für die Rezipientinnen aufzubereiten. Was soll berichtet werden? Wie lässt sich die Fülle und Vielfalt des Materials auf ein darstellbares Maß reduzieren? Ich weiß nicht, ob Sie mal die Studie, die Arbeitslosen von Marienthal in der Hand hatten. Nur ein dünnes Brevier. Ja? Und die hatten Koffer voll mit Material, auf die sie das dann zugespitzt haben in der Studie. Und nehmen Sie als anderes Extrem die Studie von Thomas und Sanietzky über The Polish Peasant in Europe and America. Das sind zwei ein Studierenden. Das nicht, ne? Zwei dicke Bände, ich bringe die Studierenden immer in die Vorlesung mit am Anfang, damit sie mal sehen, wie unterschiedlich man das gestalten kann. Jetzt habe ich mich hier wieder aus meinem Text rausgeschossen. Mit Hilfe welchen Materials kann demonstriert werden, was behauptet wird und wie finden selbst stark abweichende Daten einen Platz in der Darstellung der Forschungsergebnisse? Misslungene Texte überschütten den Lesenden mit kaum kommentiertem Datenmaterial oder beschränken sich auf theoretische Argumentationen, ohne zu zeigen, was die empirische Erfahrung dazu beigetragen hat. Die Performance von Texten beruht aber nicht allein auf ihren Inhalten, sondern auch auf ihren rhetorischen Leistungen. Inhalte müssen in einer für den jeweiligen Adressatenkreis verständlichen und stilistisch adäquaten Form dargeboten werden. Schlussfolgerungen müssen mit nachvollziehbaren Herleitungen versehen sein und es muss in souveräner Weise an den State of the Art eines jeweiligen Faches angeknüpft werden.
Das alles kann nur gelingen, wenn wir uns im Schreiben eine zutreffende Vorstellung davon erarbeiten, wer unseren Text lesen wird und warum. Nicht? Also ob es interessierte Kolleginnen sind oder ob es Gutachter und Gutachterinnen sind, das macht keinen Unterschied. Die Frage, ob eine qualitative Forschung gut gemacht ist, kann also ohne Antizipation der LeserInnen und ohne deren Anschlusskommunikation gar nicht geklärt werden. Mit dem fünften Gütekriterium, der Originalität einer empirischen Studie, ist es so eine Sache. Wenn wir im Alltag von originellen Ideen sprechen, dann bewegen wir uns meist im Bereich künstlerischer Ausdrucksformen. Die Idee einer Romanautorin ist originell oder eben nicht. Der Plot eines TV-Krimis oder die Farb- und Formkomposition eines Gemäldes. Aber Wissenschaft? Damit verbinden wir gewöhnlich eher Nüchternheit, logische Stringenz, harte Fakten, gründliche Systematik. Immer mit gerolltem R. Ja? Doch, Wissenschaft beansprucht, neues Wissen zu generieren. Und seit Charles Sanders Peirce wissen wir, dass wir neues Wissen nicht auf Basis streng formal-logischer Syllogismen aus altem Wissen generieren können. Es geht immer auch um die Idee, eine kreative Problemlösung, eine riskante Annahme, die sich nicht aus den Fakten ergibt, sondern erst in, um bei Peirce zu bleiben, Abduktionen generiert wird. Fehleranfällige Einfälle, gewiss, überprüfungsbedürftig, ohnehin, aber eben doch die Voraussetzung für neues Wissen, für etwas, was wir am Ende originell finden können. Ob eine Studie nun originell ist, das stellt sich, und zwar in der Kommunikation mit den Rezipientinnen, meist im Umkehrschluss heraus, wenn nämlich dieses Kriterium signifikant unterschritten wird. Eine Studie ist langweilig, weil die Ergebnisse eigentlich schon bekannt oder doch sehr vorhersehbar sind. Ein Ergebnisbericht erschöpft sich in der bemühten Subsumption frischer Daten unter alte Theoreme. Eine Forschungsfrage kommt gänzlich uninspiriert daher und fragt banal allgemein oder nur das, was schon x-mal zuvor gefragt wurde. Eine Analyse analysiert nicht, sondern paraphrasiert die Teilnehmersichten. Solche Studien legen wir enttäuscht zur Seite oder wir schreiben geharnischte Reviews. Originalität entsteht im Verhältnis dreier relevanter Wissenskategorien, die nicht verfehlt werden dürfen. Da ist zunächst der Common Sense der Untersuchten im Feld immer schon als interpretiert gewussten und sprachlich erschlossenen Gegenstände, die Forschende verstanden haben müssen, auch wenn ihre eigenen Deutungen immer wieder darüber hinausweisen werden. Gerade in diesem darüber hinausweisen liegt eine Quelle der Originalität. Dann haben wir das Fachwissen der Praktiker, hinter das eine Studie nicht zurückfallen darf, wenn ihre Interpretationen funktionieren und Akzeptanz finden sollen. Wer nicht verstanden hat, in welcher Systematik Rechtsnormen aufeinander bezogen sind, wird an einer Gerichtsethnographie scheitern. Und wer die Arbeitslogik der Verrichtungen auf einem Bauernhof nicht nachvollzogen hat, wird in Interviews mit Bäuerinnen nicht nur nicht viel herausbekommen, er wird vor allem nicht ernst genommen und keinen Rapport zum Feld herstellen können. Auch den Stand der Forschung zu ignorieren, ist mit Originalitätsverlusten bedroht. Selbst wenn wir den oft individuierten Gegenständen qualitativer Forschung, gerade von den Forschenden selbst, gern zugeschrieben wird, dass sie so noch nicht beforscht worden seien, erweist sich doch erst der solide Bezug auf den Stand der wissenschaftlichen Fachdiskussion, das Originalitätspotenzial einer Studie, weil sich nur so die Lücken im vorliegenden Wissensbestand aufzeigen und der eigene Beitrag glaubhaft als weiterführend darstellen lässt. Gute qualitative Forschung entgeht der Unterbietung von Wissensständen also, indem sie den Common Sense erreicht und überholt, das relevante praktische Sachwissen adressiert und den aufmerksam rezipierten Stand der Forschung überbietet. Lassen Sie mich zum Schluss der Ausführung zumindest über Gütekriterien kommen. Die hier postulierten Gütekriterien beanspruchen Gültigkeit mindestens in der interpretativ-qualitativen Sozialforschung. Auch darüber hinaus könnten sie sich etwa in der standardisierten Sozialforschung als sinnvoll erweisen, doch das ist nicht das Thema des heutigen Vortrags, aber vielleicht ein spannendes Diskussionsthema.
Offen bleibt noch, in welchem Verhältnis die dargestellten Kriterien zueinander stehen und ob sie für alle Kontexte, in denen qualitativ, interpretativ geforscht wird, in gleichem Umfang einzufordern sind. Denn darum geht es ja am Ende, sagen zu können, diese Studie sei gut, weil sie den Kriterien entspricht. Eine andere hingegen ist nicht so gelungen, weil sie das eine oder andere Kriterium in größerem oder auch geringerem Ausmaß verfehlt. Dieses Urteil wird in unterschiedlichen Verwendungskontexten unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel sind die Ansprüche an die Originalität bei einem Zeitschriftenaufsatz höher als bei einem Abschlussbericht in zum Beispiel im sozialpädagogischen Handlungsfeld oder in einer Studie in der Politikforschung. Gelten die vorgeschlagenen Kriterien ausnahmslos und in allen Ansätzen qualitativer Forschung? Wir haben schon ansatzübergreifend gesprochen, nicht? Sicherlich wird es von Ansatz zu Ansatz und Kriterium zu Kriterium Variationen geben, was die Bedeutung des Kriteriums und auch seine genauere Auslegung betrifft. Ethnomethodologische Studien werden ihren Theoriebezug etwas anders auffassen als etwa Studien aus der objektiven Hermeneutik. Ebenso wie sich Ethnografien in einigen Punkten von den Gewichtungen der dokumentarischen Methode unterscheiden werden. Auch die unterschiedlichen Fachkulturen und Verwendungskontexte von Soziologie oder Erziehungswissenschaften, Politikforschung oder Kulturwissenschaften mögen hier noch einmal unterschiedliche Akzente setzen. Insgesamt aber führt unseres Erachtens an der grundsätzlichen Bedeutung der vorgeschlagenen Kriterien kein Weg vorbei. Auch in diesem Punkt sind wir auf die entsprechende Fachdiskussion gespannt, die in den letzten Jahren erst langsam begonnen hat. Kleiner Hinweis, Anfang 2023 wird ein Schwerpunktheft der ZFS, Zeitschrift für Soziologie, erscheinen, in dem diese Debatte nochmal aufgegriffen wird. Also von anderen, nicht von uns, sondern wir werden dann ein bisschen durch den Kakao gezogen. Wie steht es nun um das Verhältnis der fünf genannten Kriterien zueinander? Wir verstehen Gegenstandsangemessenheit als ein Basiskriterium, das nicht nur historisch zuerst adressiert wurde, sondern auch jeden Forschungsprozess von Beginn an und vor allem in vielen Aspekten betrifft. Insbesondere die sich wechselseitig stärkenden Aspekte der empirischen Sättigung und der theoretischen Durchdringung sind konstitutive Bestandteile des Kriteriums der Gegenstandsangemessenheit, gehen darin aber nicht auf und deswegen auch separat als Kriterien benannt. Textuelle Performance und Originalität realisieren sich vor allem im Publikumskontakt, also gegenüber den relevanten anderen unseres wissenschaftlichen Geschäfts. Sie können aber nicht erreicht werden, wenn die Studie nicht den Ansprüchen der Gegenstandsangemessenheit, empirischen Sättigung und theoretischen Durchdringung genügt. Die vorgeschlagenen Gütekriterien sind keine Indikatoren, die sich messen oder am Ende in Maßzahlen ausdrücken lassen. Sie sind vielmehr Orientierungsmarken für den Versuch einer Verifizierung unserer Güteurteile. Was aber bleibt und mit derartigen Gütekriterien nicht standardisierbar ist oder pseudo-objektiviert werden kann, ist die Aufgabe des Einschätzens und Beurteilens. Was wir im Einzelfall als empirisch gesättigt gelten lassen wollen, was unseren Ansprüchen an theoretische Durchdringung genügt, das müssen wir immer noch selbst für uns bestimmen und innerhalb unserer Scientific Community kommunikativ validieren. Mit den genannten Gütekriterien aber lassen sich einzelne Studien in einem mehrdimensionalen Feld verorten. Als Rezipienten, Gutachterinnen oder Verwender von Forschung können wir damit besser explizieren, in welcher Hinsicht eine Studie besser oder schlechter gelungen ist. Als Forschende wiederum können wir diese Kriterien als Zielmarken für die fortlaufende Überprüfung und Nachjustierung unserer Forschungsarbeit nutzen. Damit scheint uns, wäre schon viel gewonnen. So, bis hierhin erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt gucken wir nochmal kurz auf die Uhr. Wir haben 3:10. Jetzt ist die Frage, wollen Sie lieber mehr diskutieren oder wollen Sie lieber noch was über die Frage der Replikation hören? Also werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick auf das Thema der Replikation. Als ich vor ein paar Jahren in der Zeitschrift Forschung und Lehre in einem Kommentar zur Replikationsdebatte am Rande erwähnte, dass Replikation vor allem ein Problem der standardisierten Forschung sei und in der qualitativen Forschung schon aus methodologischen Gründen kaum zum Einsatz kommt, gab es aus dem Camp der
sogenannten analytischen Soziologie einen kleinen empörten Aufschrei in Form eines Kommentars, der dann im Folgeheft abgedruckt wurde. Dieser Aufschrei war vor allem moralisch begründet und folgte dem Muster, wenn wir, quantitativ Forschende, uns der Mühe der Replikation unterziehen oder auch der Kontrollinstanz, kann man ja auch sagen, dann müssen die anderen, die qualitativ Forschenden, die Schmuddelkinder, das auch tun. Das war sozusagen der Impetus, der da zum Ausdruck kam. Doch wie berechtigt und wie sinnvoll ist diese Forderung und ist ihre Erfüllung geeignet, die Güte qualitativer Forschung zu befördern oder auch nur zu bestimmen? Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Die Grundidee der Replikation stammt aus der standardisierten, in der Regel quantitativ arbeitenden Sozialforschung und besteht im Kern darin, dass man eine empirische Studie, die ein Forscher durchgeführt und berichtet hat, durch eine andere Forscherin wiederholen lässt und dabei schaut, ob die Wiederholung zu einem anderen Ergebnis kommt als die erste Studie. Sollte das der Fall sein, dann könnte es ein Hinweis darauf sein, dass eine der beiden Studien fehlerhaft ist oder aber, dass es bei der Wiederholung zu signifikanten Abweichungen gekommen ist. Welche der beiden Studien die angemesseneren Ergebnisse erbracht hat, ist damit allerdings noch nicht entschieden. Es müsste noch untersucht werden, welche Studie das angemessenere analytische Modell verwendet hat, und noch viele andere Fragen tauchen dabei auf. Dabei gibt es viele Varianten von Replikationen. Man kann etwa einen archivierten Datensatz der ersten Studie erneut unter der gleichen Fragestellung auswerten. Oder man nutzt auch die gegebenenfalls mit dem Datensatz zusammen archivierten Skripte der statistischen Auswertung, also deren Programmierung. Beim Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten legen wir immer Wert darauf, dass in den Archiven tatsächlich auch diese Skripte mit abgelegt werden. Man benutzt sozusagen alles noch einmal und prüft dann, ob man bei der Wiederholung zu den gleichen Ergebnissen kommt. Unter Replikation wird aber auch verstanden, dass man ein Studiendesign wiederholt und dabei neue Daten gewinnt und auswertet, was natürlich Fragen der zeitlichen und sozialräumlichen Verfügbarkeit des Samples aufwirft. Unser Gegenstand entwickelt sich, und wenn Sie eine Studie etwa zum subjektiven Erleben der Corona-Krise aus dem Jahr 2020 drei Jahre später replizieren wollen, dann würden Sie nicht mehr den gleichen Gegenstand untersuchen. Sie sehen, Replikation ist ein recht unpräziser, spezieller Begriff, unter dem Vorgehensweisen subsumiert sind, die sehr unterschiedliche Leistungen erbringen. Die sogenannte Replikationskrise, über die seit einigen Jahren vor allem in den Lebenswissenschaften und der Psychologie debattiert wird, verweist nicht nur darauf, dass viele Studien in diesen Feldern und Disziplinen weit weniger signifikante Ergebnisse erbringen, als ihre Autoren uns glaubens machen wollen. Sie scheint auch zu zeigen, dass mit der Replikation von Studien in puncto Qualitätsverbesserung noch nicht viel gewonnen ist. Zwar schreibt die DFG in einer Stellungnahme zur Replikation aus dem Jahr 2017, ich zitiere, Replikation ist ein Segen, die Debatte in Wissenschaftspolitik und Öffentlichkeit identifiziert vielfach undifferenziert Replizierbarkeit mit guter, Nicht-Replizierbarkeit mit schlechter Wissenschaft. Zitat Ende. Der methodologische Hintergrund der Idee der Replizierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse gründet letztlich in der epistemologischen Annahme einer universell gegebenen und lediglich falsch oder richtig zu erkennenden Realität. Eine Annahme, die im Bereich naturwissenschaftlichen Denkens durchaus naheliegt und verbreitete Praxis ist und auch unserer Alltagserfahrung zu entsprechen scheint. Die Dinge da draußen sind, wie sie sind. Alle, die sie objektiv betrachten und vermessen, müssen eigentlich zu den gleichen, im Kern zu den gleichen Ergebnissen kommen können. Oder sie irren eben. Entsprechend verdinglicht ist auch der damit einhergehende Datenbegriff im Verbund mit einer maximal distanzierten Rolle der Forschenden, die es als Subjekte geradezu zum Verschwinden zu bringen gilt. Qualitative Sozialforschung nimmt hier in der Regel eine ganz andere Position ein. Ausgehend schon von Wilhelm Dilthey's Idee der hermeneutischen Interpretation, auch so einer von denen, die hier gelehrt haben, ja, dass nämlich zu etwas von außen Gegebenen auch etwas Inneres hinzutreten müsse, wird von einer grundsätzlichen Involviertheit der Forschenden in ihr soziales, eben nicht naturwissenschaftliches Feld ausgegangen und diese Verwicklung geradezu zum Erkenntnisprinzip gemacht.
Dies in aller Allgemeinheit gesagt, muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass nicht alle qualitativen Ansätze mit dem gleichen Realitätsbegriff und der gleichen Auffassung von Daten operieren. Zwischen dem sehr harten Datenbegriff der ethnomethodologischen Konversationsanalyse, der mit Replikation weniger Schwierigkeiten hätte, und dem Datenverständnis in der gegenwärtigen ethnografischen Forschung liegen Welten. Und während Replikationen konversationsanalytischer Studien nicht von vornherein aussichtslos erscheinen, wird es wenig ertragreich sein, eine ethnografische Studie noch einmal zu wiederholen. Mit anderen Worten, der Mehrwert von Replikationen für qualitative Studien ist eher gering. Der Aufwand wäre in diesem Feld aber meist ungleich größer als in anderen Feldern. Deshalb spricht wenig dafür, dass qualitative Studien hier gleichartigen Überprüfungserfordernissen auszusetzen sind, wie wir das für die standardisierte Sozialforschung gewöhnlich tun. Und da ende ich schon mal mit dem Thema Replikation, das soll ich nicht weiter vertiefen, aber wir werden sicherlich noch in der Diskussion darauf kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und the floor is open for discussion. Ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr reichhaltigen Vortrag, in dem wahnsinnig viel drin war, auf das ich zumindest als, sagen wir mal, spontaner Kommentator mit zwei sehr allgemeinen Punkten vielleicht reagieren würde, bevor wir dann versuchen, die Studierenden und deren Fragen direkt in die Diskussion einfließen zu lassen und vielleicht auch noch weitere Diskussionen aus dem Publikum aufnehmen zu können. Also jenseits des Sachverhalts, dass mir die Thematik und die Schriften sehr vertraut sind, fallen mir, wenn ich mir das nochmal anhöre, so unglaublich viele Parallelen zu den Diskussionen über Methoden in den Naturwissenschaften immer wieder auf und weniger in dieser Abgrenzung, wie sie jetzt gerade zentral war, zwischen den eher qualitativ arbeitenden und den eher quantitativ arbeitenden Sozialwissenschaften. Und da sind es vor allem zwei Aspekte, die mir auffallen. Der eine ist diese einleitende Unterscheidung, die ich sehr glücklich finde, zwischen der Frage nach Qualität für sowas wie interne Selbstevaluation in der Forschung, also die im laufenden Forschungsprozess geschieht, gegenüber derjenigen Form von Qualität, die man den Produkten der Wissenschaft andienen will oder die man kontrollieren will, verweist auf, aus meiner Sicht vor allem auf ein Problem mit der Idee von Kriterien überhaupt, weil Kriterien geben den Anspruch, dass sie dies beides umfassen könnten. Und ich glaube, wenn man sich, und das, was das Pentagramm war, ja, daran wird ja so ein bisschen deutlich, dass diese einzelnen Kriterien nicht das gleiche Gewicht, nicht den gleichen Moment im Verlauf des Forschungsprozesses immer aufgreifen, sondern durchaus zu unterschiedlichen Zeitpunkten für unterschiedliche Aspekte relevant sind. Das heißt, diese Idee, dass ein Forschungsprozess mit seinen Ergebnissen einheitlichen Kriterien unterworfen werden könnte, ist eine Sache, die uns, glaube ich, sehr deutlich als Problem bewusst wird, insbesondere wenn wir qualitative Sozialforschung uns anschauen. Und das bringt mich zu einer weiteren Überlegung, die unter anderem eben davon herkommt, dass ich die Parallelen zu den Naturwissenschaften in dem Sinne fast schon schlagend finde, wenn ich dieses Dreieck vor mir sehe, oder, von Empirie, Methode und Theorie, wie es zu Beginn auch auftauchte, sagen, das ist in gewisser Weise die Art und Weise, wie ich in der Einführung in die Wissenschaftsforschungsvorlesung den Studierenden in einem ersten Schritt versuche nahezubringen, was denn die Methode der Wissenschaft denn sein könnte, wenn man die jenseits von diesen klassischen Deklarationen irgendwie versucht zu verstehen. Und wenn man entsprechende Wissenschaftsforschung sich dann auch vergegenwärtigt, ich denke hier beispielsweise an Hans-Jörg Reinberger, der versucht, in den Naturwissenschaften und insbesondere in der Biologie Experimentalsysteme als Systeme zur systematischen Irritation der Forschenden und Fragen und Vorannahmen zu begreifen und das natürlich erstmal für die Naturwissenschaften denkt, dann ist das nicht so weit weg von dem, was wir jetzt hier gerade gehört haben. Und ich stelle mir deshalb die Frage, ob diese Idee, ob man das Irritierende und das Prozessbezogene oder das Interne evaluativ bezogene stärker fokussiert oder das, was die Ergebnisse angeht und das Standardisierbare und das Messbare, ob das am Ende des Tages einfach auch eine Form gewisserweise der öffentlichen Darstellung dessen ist, was Forschung ausmacht. Wir diskutieren in den Naturwissenschaften Qualität häufig als eine Eigenschaft des Outcomes,
Und die Diskussionen, die, wenn der Outcome nicht passt, dann folgen, sind genau die gleichen irgendwie nach internen Prozessevaluationen. Also wenn der P-Wert nicht mehr ausreicht als Qualitätsindikator, dann gehen Diskussionen los darüber, wie bestimmte experimentelle Anordnungen im Detail gemacht werden müssen, was gesäubert werden muss. All die Prozessdinge, die sehr nahe an dem sind, was forschendes Handeln auch in den qualitativen Bereichen ausmacht. Und in dem Sinne frage ich mich, ob die Naturwissenschaften und teilweise dann die qualitativen Sozialwissenschaften sehr viel näher, auch in ihrem Verhältnis zu einem Feld, in dem sie sich bewegen, sind, wenn man sehr abstrakt methodologisch betrachten will, als das häufig aus der Unterscheidung zwischen quantitativen und qualitativen Formen der Sozialforschung, die in ihren Grenzkämpfen natürlich auf Distinguiertheit irgendwie achten müssen, jeweils deutlich wird. Ich glaube, das wären meine beiden kurzen Kommentare, auf die Sie gerne reagieren können, wenn Sie möchten, und dann würden wir die Diskussion öffnen. Ja. Ja, danke für den Kommentar. Ich finde das sehr reizvoll, da länger auch darüber zu diskutieren, aber werden wir sicherlich hier nicht schaffen. Natürlich habe ich jetzt erstmal ein holzschnittartiges Bild von der uns Qualitativen und allem anderen präsentiert. Und natürlich ist mir bekannt, dass gerade in den Naturwissenschaften, insbesondere in der theoretischen Physik und in der Experimentalphysik, ganz, ganz früh auch schon über so konstruktivistische Momente auch der Naturerfahrung gesprochen wurde, Naturkonstruktion. Wenn man an Niels Bohr denkt oder so Leute, da ist ja schon ganz viel passiert. Also die Sache ist sicherlich komplexer. Und ich beziehe mich auch weniger auf Naturwissenschaft im Grunde als auf das, was ich von der standardisierten Sozialforschung immer wieder auch erlebt habe und was ich durchaus in vielen Punkten kritisch finde, obwohl ich das Ganze als Richtung nicht sozusagen diskreditieren will, aber viele Festlegungen, viele Härtungen sozusagen, die da mitgeführt werden und auch gerade wiederum in der Konkurrenz, nicht, wenn es um die Fleischtöpfe geht, das finde ich problematisch. Da kommt es dann auch zu Fehlstellungen, finde ich. Weil natürlich ist auch die standardisierte Sozialforschung nicht frei von Subjektivität, von Interpretativität und so weiter. Also Nina Bauer etwa hier aus Berlin hat einen Text geschrieben über die Interpretationsleistungen in der quantitativen Sozialforschung. Ja, natürlich gibt es die. Und natürlich machen die auch was mit der Frage der Qualität der Ergebnisse. Weil man kann sie dann nämlich auch nicht mehr so einfach messtheoretisch erfassen, wie es diese Richtung manchmal glaubt, sondern es müssen sozusagen viel weitergreifende Kriterien mit ins Feld geführt werden, um Aussagen über die Qualität der Studien zu machen. Also das, und da ist noch viel offen. Das schließt natürlich auch an die Frage, die auch gelegentlich gestellt wurde nach dem Erscheinen unseres Textes, ob das denn etwa vielleicht auch etwas wäre, was für die standardisierte Sozialforschung relevant wäre. Das ist auch eine der Fragen aus dem Publikum, die wir da schon stehen haben. Und ja, das ist eine spannende Frage. Also wir haben die jetzt nicht offensiv thematisiert in unserem Text, weil wir sozusagen nicht noch ein zusätzliches Gefechtsfeld eröffnen wollten. Ja? Wir wollten erstmal die interne Selbstverständigung befeuern. Aber in der Tat kann man darüber nachdenken, ob, wenn man bei der Beurteilung standardisierter Forschung, wenn man sozusagen dieses enge messtheoretische Feld verlässt und die Studien als Ganze in den Blick nimmt, ob man dann nicht mit den 5 Kriterien, die wir genannt haben, durchaus ein ganzes Stück Hilfe an die Hand bekommt, um zu zutreffenderen und reichhaltigeren Beurteilungen zu kommen.